Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Nachbesprechung zu unserem ersten Kapitel von Pen and Paper Paragon. Das wird kein Was wäre wenn oder irgend sowas in der Richtung, sondern das wird mehr so eine Art Zusammenfassung, was mir so aufgefallen ist, weil das erste Kapitel, das war doch relativ straightforward, sag ich mal. Also am Anfang erst einmal haben Heimdall, Johnny, Joker und Zachary so eine Art Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber geübt. Der Zweck dahinter war natürlich, dass sich die Charakter einander erstmal vorstellen und dass man die Charakter halt erstmal kennenlernt. Völlig klar. So, was anderes war das einfach nicht. Und dann ging das Abenteuer auch direkt schon los. Die sind dann eine Straße lang gelaufen und dann tauchte ein Hof auf. Die hätten an dem Hof auch direkt weitergehen können. Das hätte aber wahrscheinlich böse geendet, denn die hatten ja kaum noch Vorräte. Und das hätte dann damit geendet, dass sie einfach nur verhungert wären. außerdem hätte das dafür gesorgt, dass das Kapitel relativ schnell zu Ende gegangen wäre. Weil das Ziel war es natürlich, Talas auf den Hof zu gehen. Das hat unsere Gruppe natürlich auch gemacht. Und auf dem Hof haben sie eigentlich auch alles entdeckt, was es so zu entdecken gab. Sie sind zuerst in das Haus reingegangen, haben dort die umgeworfenen Stühle und den Blutfleck entdeckt. Johnny hat sich dann gefragt, was es dann mit dem Blutfleck auf sich hat. Hat dann eine Probe auf Kriminalistik werfen müssen, die dann gescheitert ist. Und so im Rückblick muss ich sagen, das war totaler Blödsinn eigentlich, diese Probe da werfen zu lassen. Und wenn, dann hätte ich es deutlich erleichtern müssen, weil es war ja völlig klar, also das ganze Zimmer ist quasi verwüstet und da ist so ein riesen Blutfleck unter dem Tisch. Natürlich ist da irgendwie so eine Art Verbrechen passiert oder so. Aber okay, die Probe ist halt fehlgeschlagen und Johnny dachte halt in dem Moment, da hat sich jemand halt derb an den Tisch gestoßen oder hat sich mit einem Messer irgendwo geschnitten oder sowas. Okay, das ist jetzt nicht weiter schlimm. War leider auch nicht unbedingt lustig oder sowas. Das macht halt dann die Erfahrung. Und ist halt so. Dann ging es weiter zur Treppe. Da ist dann Heimdall vorgegangen, Zachary hinterher. Und Heimdall ist dann auf der Treppe eingebrochen und ist dann rückwärts die Treppe runtergekullert und auf Zachary draufgefallen. Tatsächlich war es so im Skript von mir vorgesehen, dass der Charakter mit der höchsten Körperkraft eine Probe auf die Gewandheit halt werfen muss, wenn die Probe scheitert. Dann knackst halt die Stufe ein und der Charakter fällt nach hinten runter. Und wenn ein Charakter hinter diesem ist, kann dieser eine Probe auf Intuition ablegen und so den Sturz verhindern. Das hat auch nicht geklappt und deswegen ist eben Heimdall auf Zachary draufgefallen. Aber da ist ja auch nicht wirklich was passiert. Die haben sich höchstens eine Beule geholt oder so. Das war nichts Dramatisches. Dann kam unsere Gruppe in den Schuppen. In dem Schuppen gab es eine Fackel, ein Feuerzeug und einen Sack mit Korn. Und eigentlich gab es auch direkt die Truhe mit dem lila Amethysten und dem grünen Parasoloiden. Das sind Quarze. Die sind relativ häufig in Bergen sozusagen zu finden. Die sind auch nicht so wirklich wertvoll. Die sind halt hübsch anzusehen. Sind vielleicht für Modeschmuck verwendbar. Aber ja, so wirklich einen Geldwert haben die jetzt nicht unbedingt. Aber irgendeinen Deppen findet man vielleicht schon, indem man das verkaufen kann. Oder vielleicht stellt unsere Gruppe damit auch noch irgendwas anderes an. Die haben ja noch, ich glaube, sich ein paar davon mitgenommen. Dann gab es allerdings noch einen Stock in der Truhe. Den habe ich genauso wie die Truhe vergessen. Die Truhe habe ich dadurch kompensiert, dass Heimdall so eine zwergische Intuition bekommen hat. Und dem ist dann eingefallen, oh, normalerweise muss hier doch irgendwo eine Truhe versteckt sein. Und den Stock, den habe ich halt komplett vergessen. Aber das hat auch überhaupt keine Rolle gespielt, denn unsere Gruppe hat sie auch so hinbekommen. Der Stock war für den Berg, dass sie dann den Eingang zur Höhle halt freilegen konnten, leichter. Aber das war nicht so wichtig, denn auf dem Berg konnten sie halt den Felsen alleine wegrollen oder in der Gruppe halt wegrollen, dass wenigstens zwei Leute dran schieben und dann geht das halt relativ einfach von der Hand oder halt alleine. Kann man es schaffen, ist allerdings auch schwer, weil war doch schon ein schwerer Brocken. Mit dem Stock wäre es dann für eine Einzelperson leichter oder nicht so schwer gewesen, den Stein beiseite zu rollen. Allerdings hätten sie nicht mal den Stock gebaut, die hätten das auch mit der Fackel zum Beispiel machen können, ja. Oder hätten sie noch mal so weiter umgucken können, vielleicht hätten sie noch irgendwo
einen Ast gefunden oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber haben es auch so geschafft. Dann ist die Gruppe in die Höhle rein. Ursprünglich war es so geplant, dass wenn zwei in die Höhle reingegangen sind, dass der zweite dann an einem Hebel hängen bleibt, der dann die Höhle verschließt mit so einem, was weiß ich, irgend so einem verrückten Mechanismus, wo dann so eine Steinscheibe halt den Eingang halt zumacht. Und dann vor Schreck reißt dann der zweite eben diesen Hebel weg. Das habe ich allerdings verworfen, weil ich dann doch lieber wollte, dass die Gruppe halt beisammen bleibt und zusammen irgendwas macht. Ja, dann sind sie durch die Höhle. Das war eine generische Höhle. Da gab es diese kleinen Karten, die sie dann gelegt haben, um anzuzeigen, wo halt die Höhle lang geht. Das war eigentlich auch nur wichtig für den zweiten Hebel, den es dann in der Höhle zu finden gegeben hätte. Der hätte dann den Eingang wieder freigelegt, aber das war ja dann auch egal. Denn den ersten Hebel gab es ja auch nicht. Dann haben sie in der Höhle den verwundeten Zwerg gefunden, der ihnen dann gesagt hat, dass der Hof überfallen wurde und so. Der Zwerg war schwer verwundet und es war überhaupt nicht geplant, dass der überlebt. Hat er ja am Ende auch gar nicht. Aber was ich gut fand, dass unsere Helden versucht haben, den Zwerg trotzdem zu retten. Hat natürlich dann nicht geklappt. Und ja, ist dann halt so, ne? Dann ist unsere Gruppe wieder an dem Hof angekommen, wo dann dieses Mädchen angerannt kam. Hilfe, 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 sie verfolgen mich und so, ne? Das Mädchen habe ich eigentlich extra nur für Heimdall mit in die Geschichte aufgenommen, denn Heimdall hat diese Eigenschaft schwach gegen niedlich. Was ihn dann, wenn so ein niedlicher Charakter oder niedliches Wesen in seiner Nähe ist, dass er dann automatisch dümmer wird, allerdings auch stärker. So, damit das halt direkt ausgespielt wird. Auch unter anderem, damit ich sehe, was dann so passiert. So, dann kam es zu dem Kampf mit den zwei Schwertkämpfern. Da ist mir aufgefallen, dass die Parade im Kampf viel zu einfach ist. Also es war viel zu leicht, einem Schwerthieb auszuweichen oder so. Ich glaube, dass das muss schwerer werden. Das habe ich inzwischen auch schon im Regelwerk abgeändert. Der Kampf wäre so mit der Parade meines Erachtens nach zu lang geworden. Deswegen habe ich Heimdall in so eine Art Blutrausch gehen lassen, wo er dann halt mehr Schaden auswürfeln durfte. Ganz einfach nur, damit sich das halt ganz einfach nicht so in die Länge zieht. Dieser blöde Kampf, er war auch relativ langweilig, glaube ich. Und so hat ihn das auch schon ein bisschen zu was Besonderem gemacht, ne? Ich habe auch den Bogenschützen ein bisschen zu spät erscheinen lassen. Aber das war am Ende auch nicht mehr so schlimm. Durch den Blutrausch von Heimdall hatte der eh keine Chance. Und was ich dann super fand, dass nach dem Kampf Heimdall seinen Siegestanz gemacht hat, das fand ich mega gut. Also, das wird glaube ich, belohnt. Das war eine super Idee. Fand ich klasse. Dann ist die Gruppe wieder ein bisschen näher zusammengerückt. Und dann habe ich sie verflucht. Das ist dann so der Cliffhanger des Kapitels gewesen. Was ist das jetzt für ein Fluch? Wie können sie den Fluch wieder aufheben? Das wird sich dann alles noch zeigen. Dann hat Heimdall seinem Zwergenbruder, der verstorben war, die letzte Ehre erwiesen. Das fand ich ein cooles Roleplay. Das entspricht, finde ich, dem Zwergenkodex. Das finde ich gut, das wird definitiv auch belohnt. Gutes Roleplay soll belohnt werden, so soll es ja auch sein. Ich hoffe, das hält auch die anderen an, ein gutes Roleplay weiterzumachen. Das gibt Punkte und macht auch deutlich mehr Spaß dann am Ende. Dann ist natürlich die Garde gekommen, viel, viel zu spät. Die Garde von Grimmtal. Das ist natürlich völlig klar, denn das sollte der Kampf von unserer Gruppe sein. Den sie auch gemeinsam ausfechten mussten und genießen konnten in dem Moment, ihre Stärke ausspielen konnten und ihre ersten Erfahrungen mit dem Kampf sammeln konnten. Wenn das mit dem Kampf irgendwie ausgeartet wäre, dass sie dann Probleme bekommen hätten, hätte ich dann die Garde halt früher erscheinen lassen, die hätten denen geholfen und dann wäre das am Ende auch kein Problem mehr gewesen. Dann, da die Garde allerdings nicht einschreiten musste, wussten sie natürlich auch nicht, was da so wirklich passiert ist. Und dann mussten unsere Helden erstmal die Garde davon überzeugen, dass sie den Hof eigentlich gerettet haben und nicht überfallen haben. Das haben sie auch relativ bravös gestaltet, hinbekommen. Und deswegen hat dann die Garde gesagt, alles klar, wir nehmen euch in unserem Wagen mit. Ihr wolltet nach Grimmtal als Belohnung sozusagen, nehmen wir euch mit. Ja, und das war dann auch schon das erste Kapitel, so als kurze Zusammenfassung.
Dann die Sachen, die mir halt aufgefallen sind, die halt wichtig sind für das Regelwerk. Das ist ja immer noch Alpha, Beta, irgend sowas in der Richtung. Wird noch ausgebaut und verbessert und so weiter. Ist, wie gesagt, die Parade, die habe ich angepasst, weil die halt meines Erachtens zu einfach war. Dann ist mir aufgefallen, für die späteren Kapitel habe ich mir das groß aufgeschrieben, dass ich meinen Spielern mehr Freiraum lassen möchte für Kreativität. Ich meine, sie haben schon ein paar Punkte gefunden, wo sie ihre Kreativität ausleben konnten. Heimdall hat ganz am Anfang die Tür eingeschlagen, zum Beispiel. Dann oben im zweiten Stock natürlich das mit dem Bett und mit dem Poltergeist, fand ich toll. Da konnten sie halt ihre Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Aber es war nicht so viel, wie es eigentlich hätte sein müssen, glaube ich. Das versuche ich halt mehr zu machen weiter. Ja, es war halt alles in der Geschichte mehr oder minder schon stark geskriptet. Dann fand ich so in der Rückschau, dass die Grundattribute der Charakter bei der Charaktererstellung vergeben wurden. Also grundlegend hat jeder Charakter auf all seine Attribute von vornherein 5 Punkte. Das finde ich so in der Rückschau halt zu viel. Das habe ich auf 3 reduziert jetzt im Regelwerk. Kompensiere ich jetzt in der nächsten Zeit auch bei unseren Charakteren dadurch, dass sie halt mit dem Fluch belegt sind und dadurch ein bisschen geschwächt werden. Dann fehlten noch so ein paar Talente. Das ist mir auch schon vorher aufgefallen, dass so ein paar Talente eigentlich noch ins Regelwerk rein müssten, aber da war keine Zeit mehr dafür. Zum Beispiel das Talent Beruhigen. Sie wollten ja das Mädchen beruhigen, als sie so völlig aufgelöst und aufgeregt auf unsere Helden zugerannt kamen. Das konnte ich leider nicht so bieten mit dem Regelwerk. Das ist jetzt für die Zukunft schon mal geändert. Es gibt jetzt neue Talente, die da heißen Akrobatik gibt es jetzt. Dann Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Fallen stellen. Spuren lesen, begeistern, anführen und beruhigen gibt es jetzt noch als Talente. Die werden sich dann in dem nächsten Kapitel vorweg bei der Level-Up-Phase werden sie dann darauf eine Art Bonus bekommen, dass es halt nicht so viel kostet. Wenn sie dann möchten, können sie sich dann da ein paar Punkte halt extra reinhauen. Das ist so als kleine Wiedergutmachung dafür, dass es halt zu spät gekommen ist. Dann sind in das Regelwerk noch Sprachen mit reingekommen. Die Menschensprache, Zwergensprache, Elfensprache, oh, und noch ein paar andere Sprachen. Alte Sprachen sind auch mit dazu gekommen, die nicht mehr gesprochen werden, sondern die bloß noch von einigen Gelehrten gesprochen und gelesen werden können und geschrieben werden können. Das ist so, ich sag mal, wie Hieroglyphen, wie Altägyptisch oder irgend sowas. Kann halt nicht jeder. Ja, muss man schon guter Gelehrter sein, sozusagen, dafür. Dann habe ich mich ursprünglich dagegen entschieden, in das Regelwerk Zauber mit aufzunehmen, weil ich eigentlich Angst hatte, dass es dann irgendwie dazu kommt, dass es dann Zauberer gibt, die den ganzen Tag irgendwie mit Feuerbällen um sich werfen und Blitze, irgendwie verrückte Sachen halt den ganzen Tag machen und das dann völlig OP wird. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, halt Zauber reinzunehmen, allerdings nicht so irgendwie auf einer Art Mana-Basis, sondern es gibt dann elementare Geister. Mit denen die Charakter einen Pakt eingehen müssen, um dann zu zaubern. Und dann gibt es dann wie in Computerrollenspielen, kann man dann die Zauber halt einsetzen, ohne Mana natürlich. Je nachdem, wie gut man sich gestellt hat mit dem Geist und je nachdem, was der Geist so kann, wird man dann verschiedene Zauber wirken können. Und je nachdem, wie gut man selbst schon damit geübt ist, kommt es dann darauf an, ob dieser Zauber überhaupt klappt, beziehungsweise ob er das Ziel so trifft, wie man es vorhat. Und nachdem man so einen Zauber gewirkt hat, gibt es dann noch so eine Cooldown-Phase. Und wenn man dann den Zauber nochmal einsetzen möchte, unbedingt vor der Cooldown-Phase, dann wird dann der Zauber nochmal mehr erschwert und so. Bis es dann soweit kommt, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, weil diese Elementargeister, die trifft man nicht unbedingt an jeder Straßenecke. Und selbst wenn man einen trifft, dann muss man ja erstmal einen Pakt mit ihm schließen und so. Was wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein wird. Ja. Und der Gegenpol zu den Elementargeistern sind dann die Dämonen, mit denen man auch einen Pakt schließen kann, um dann Flüche zu sprechen und so weiter. Was dann auch automatisch bedeutet, dass ich nenne ihn mal Magier, der den Fluch auf unsere Helden gewirkt hat, dass er dann halt einen Pakt mit einem Dämon haben muss. Das heißt, er wird seine Seele verkauft haben oder irgend sowas. Ist schon irgendwas Übles. Also er wird vielleicht nach seinem Tod
kommst du halt in die Hölle und musst dann da, wird dann den ganzen Tag irgendwie genadelt oder irgend so einen komischen Kram. Das braucht uns aber nicht zu interessieren. Der wird wahrscheinlich, ich nehme an, dass er nicht nochmal auftauchen wird oder so. Vielleicht schon, keine Ahnung. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie sich die Geschichte halt entwickelt. Ich kann ja die Kapitel auch nicht so weit im Voraus planen, weil es kommt ja auch darauf an, wie sich unsere Gruppe da verhält, was sie so machen und so weiter. Wir entwickeln ja die Welt auch gemeinsam dadurch, durch ihre Aktionen und so weiter. Und ja, das war's auch schon mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das zweite Kapitel ist schon soweit fertig geschrieben und ich hoffe, dass wir demnächst damit anstarten werden. Und damit könnt ihr euch schon mal freuen auf das zweite Kapitel von Pen & Paper Paragon. Und das war's.